Brexitze. Fernpost. Es könnte das sein, was ich denke. Ich hoffe mal, es ist das, was ich denke. Ob ich das jetzt wieder so mit dem Handy aufzeichne, weil ich schwitze und jetzt nicht wieder anfange, hier rumzuhantieren mit meiner scheiß Kamera und die ganze Scheiße. Ihr versteht sicher, was ich meine. Komplett aufmachen. Wir haben einmal eine Fernbedienung. Wieso, weiß ich nicht. Aber ja, das heißt, wir haben noch eine zweite Schalteinheit für unsere RGB-Klamotte. Es läuft ja auf einer Schalteinheit. Aber mit dieser Schalteinheit hast du noch mehr Modi-Möglichkeiten, wenn sie so schlau waren und die Schalteinheit dabei gepackt haben. Das glaube ich nämlich nicht, dass das mit dabei ist. Wir haben ja eine. Und hier haben wir dann das, was ich mir habe anfertigen lassen. Sieht man nicht riesig, ne? Zwar geht es hier um Folgendes. Achso, hier ist die Einstellungsklamotte. Und hier ist der Stecker. Diesen Stecker hier kann ich nämlich an mein Modul anschließen, damit das synchron mit den anderen läuft. Und hier kommen wir jetzt zu meiner angefertigten Grafikkartenhalterung, die ich für ihn bestellt habe. Die ist natürlich viel Folie noch drauf. Die habe ich mir dann halt selbst brennen lassen. Ne? Also auf Acryl. Und hier das Logo, haben wir unseren Namen und dann haben wir AOG hier auch nochmal stehen. Ich denke mal, das wird einen guten Halt finden und das wird auch sehr gut reinpassen. Ich weiß nicht, wie das hier mit den LEDs funktioniert. Ich denke mal, die sind hier drin an der Seite. Ja. Was meint ihr? Ist die Selbstanfertigung besser als das Ding, was drin ist? Ich finde schon. In diesem Sinne, ich gehe weiter schwitzen.